Hefeflocken. Ich nutze die Dinger fast jeden Tag und warum ich davon so begeistert bin, erzähle ich euch in diesem Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pflanzenhunger.de. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über Hefeflocken. Die Dinger sind ziemlich gesund. Das sind quasi getrocknete Hefekultur. Da stecken ganz viele B-Vitamine drin, aber deswegen esse ich sie nicht. Ich esse generell eigentlich nichts, weil es nur gesund ist, sondern die schmecken einfach total lecker und würzig. Und man kann die als Veganer perfekt als Käseersatz nehmen. Da gibt es zwei Versionen von, also die ich nutze. Zum einen, dass man sich die einfach übers Essen streut. Das mache ich oft so, dass ich die mit Mandeln zusammen mixe und noch ein bisschen Salz reintue und dann zum Beispiel über italienisches Essen, so wie Parmesan. Schmeckt super, super lecker. Die zweite Version ist, dass man so eine Käsesoße draus macht. Das heißt, ich mache das oft so, dass ich die entweder mit Mandeln oder Cashews mische im Mixer mit Wasser ein bisschen, dass man so eine Art Cashew- oder Mandelsahne hat. Und diese Sahne würze ich dann halt mit Hefeflocken, mit ein bisschen Senf, mit ein bisschen Salz. Und das ist auch super, super lecker und schmeckt sehr käsig, cremig und ist absolut süchtig machend. Bei Hefeflocken müsst ihr nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr auf die Gesundheitsvorteile aus seid, weil die Vitamine sehr hitzeempfindlich sind. Das heißt, wenn ihr das wie bei italienischen Gerichten wie Parmesan am Ende drüber streut, ist das wunderbar. Wenn ihr jetzt einen Käseauflauf macht und das eine Stunde im Ofen stellt, dann ist das Zeug tot. Schmeckt zwar trotzdem noch, aber ist dann nicht mehr so gesund. Also das Drüberstreuen ist auf jeden Fall die gesündere Variante. Man kann damit aber auch einfach so würzen, zum Beispiel mache ich mir das manchmal auch auf mein Avocado-Brot oder man kann eigentlich alle herzhaften Gerichte ein bisschen damit würzen. Es kommt wirklich sehr, sehr oft bei mir rein. Nicht nur, weil das so einen würzigen Geschmack hat, sondern auch, weil das so ein bisschen Cremigkeit gibt und das ist einfach sehr, sehr lecker. Was haltet ihr von Hefeflocken? Seid ihr Fans? Habt ihr schon mal ausprobiert oder findet ihr es eklig? Wer weiß, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Klickt auf diese Hefeflockenschale, um meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin füttert euren Pflanzen nochmal.